Hallöchen Leute, und weiter geht's bei Mirror's Edge. Ja, und wir werden schon wieder verfolgt. Ich hab den Streifenwagen auf dem Weg zu dir, du hast nicht mehr viel Zeit. Na, scheiße. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Muss man schnell dahin. Große Tür. Wo irgendwelche komischen Menschen. Und da drüben ist auch eine rote Tür. Da muss ich wahrscheinlich... Jawohl. Genau, ich muss da vom Wall-Dingens entlang. Lass mich rein, Mann. Cops, die sind da mehr hier. Auch wenn man die überhaupt Cops nennen kann. Die scheinen ja für irgendjemanden zu arbeiten, auf dessen Seite wir uns nicht gerade befinden. Boom. Sie versuchen, dich einzutreten und schlagen dich zur Blase. Ja, natürlich. Ich mach doch, Chef. Please don't stress me. Versuchen Sie den Weg abzuschneiden. Schlüpft durch, schnell. Ja, bitte. Ich mach doch schon. Ich bin nicht zum Fliegen du geboren. Musst durchschlagen. Es gibt einen Weg durch die Tunnel da vorne. Durch welchen Tunnel? Ich kann ja leider keinen Tunnel erkennen, weit und breit. Ach, atme der da. Deswegen ist das so schön blau erleuchtet. Ich glaube, ich muss dann da lang. Und dann da lang. Und jetzt hier lang und dann schnell da unten durch. Jawohl. Jetzt gehen wir hier lang. Jetzt haben die sich selber ausgesperrt und ich hänge hier unten fest. Lauf einfach weiter. Jawohl, mache ich, Chef. So, da hätte ich. Auf der Plaza müsste es einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt dich raus. Okay. Ja, gut, habe ich intuitiv richtig erkannt, wo ich lang muss. Wenn dann Gitter zugeht, war das schon einigermaßen richtig. Centurion Plaza. Kopf voraus, Kleine, und denk dran, eine nach dem anderen. Scheiße, jetzt lag auch noch Camping hier oder was? Leck mich doch am Arsch, echt, ey. Oh, das ging ja gut. Hier lang? Nein. Kopf voraus, Kleine, ja. Scheiße. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Bis zur Bahnüberführung. Wo ist die Bahnüberführung? Ach Leute, echt ey. Also dieses Spiel ist sowas von obergeil, aber richtig heftig schwerer Scheiß. Da musst du erst damit klarkommen. Bewegung, Bewegung! So, Leiter. Du hast dich fast abgehängt. Ich geb dir Creek. Fast abgehängt? Ich werde aber immer noch von hinten angeschossen. Ist das normal oder so? So. Wo müssen wir jetzt lang? Wow. Yippie. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Da muss ich noch nicht wieder runter hier, oder? Aber da unten ist nicht viel überlegen, machen. Boah. Kapitel wird geladen. Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Okay. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Cops.
Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Die städtischen Behörden untersuchen den Tod des Anwalts und Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters Robert Pope, der erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Jetzt muss ich nochmal fragen hier. Ich muss da hoch, mich dann gleich weiterschwingen und über den Zaun darüber, ne? Glaube ich zumindest. Weitere Hintergründe in Kürze bei uns. City Eye News, wir haben alle Nachrichten, die Sie brauchen. Das ist aber schön. Sind die auch seriös, so wie RTL? Scheiße, wieso geht's hier nicht weiter? Das war ja schön hier. Okay, versuchen wir das doch gleich nochmal. La 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 la. Kletterkraxe und ich springe. Und ich springe eigentlich. Vom rein praktischen Sinn her. Springe ich ziemlich schnell sogar. Wahrscheinlich mache ich hier wieder irgendwas völlig Offensichtliches, völlig verkehrt. Zum Beispiel springen, wenn... Ach, egal. No comment. Ah ja, entlang kraxeln. Darf ich mich jetzt hier wieder fallen lassen oder ist das eher nicht so... Ach so, nee, darf ich nicht. Okay. Ui. Autsch. Cops. Ja, Cops. Nur noch wurscht. Der Helikopter hat dich entdeckt. Lauf! Hurra. Wohin laufen, wenn ich ganz gut fragen darf? Hier nicht. Da drüben auch nicht. Hier auch nicht. Wie wär's denn mit hier? Das gute alte Ausschlussverfahren. Hier nicht. Hier auch nicht. Scheiße. Ach, Mann, ey. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder feuernde Bullen im Nacken. Ach, ist das super. Es wimmelt hier nur so von Kopf. Danke für die Warnung, ihr Lappen. Ich muss mal kurz hier diesen Unterschlupf suchen. Ist der Heli mal schön bald, ohne mich zu sehen. Da ist ein rotes Ding am Boden. Ah, Sniper auch noch, oder was? Na, super. Ach, ich hab's schon verwendet. Ich hab nur keinen Schimmer. Wie könnte es noch anders sein, wo ich lang muss? Ey, scheiße, noch ein Kopf. Ich geh kurz da rüber, Unterschlupf suchen. Oh, noch ein Kopf. Na, wenn es weiter nichts ist. Oh, noch ein Koffer. Lässt mich ja die Hoffnung haben, dass ich hier einigermaßen akzeptabel richtig bin. Boah, ey. Alter Schwede. So, alle, die es jetzt Test geguckt haben, sind vorgewarnt. Ist kein Spiel für Anfänger. Das ist wahrscheinlich genau das Problem. Ich bin einer. Scheiße. Mann, ey, da ist der Ausgang. Da gehe ich jetzt raus. Und dann, Ratte, hallo? Und dann gehe ich ganz zügig, drehe ich hier an diesem Rad. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wieso. Aber ich tue, wie mir geheißen wird. Was ist das? Ach so. Ah. Oh, Netz. Ah, ich habe fast verstanden. Wartet. Könnte man doch eigentlich genauso gut hinkriegen, ne? Wenn man nicht ich heißen würde, also catchy, dann könnte man das durchaus schaffen. Super! Wollen die Cops dadurch oder was klopft hier dauernd? Ich konnte beim ersten Mal gerade so schön springen. Wieso jetzt nicht mehr? Bisschen scheiße eigentlich. Framerate, come back please. Thank you. Ach, na also, dankeschön. Und dann muss ich da oben lang. Okay, mal gucken, wie viele Versuche ich dafür brauche. Ein paar wahrscheinlich. So. Hier wären wir. Hier wären wir. Und hier wären wir. Nicht. Alter Schwede, mein Skill haut mich echt vom Hocker, du. Da kann keiner mithalten.
Und jetzt geht's wieder nicht. Alter, was ist das für ein Kack? Framerate. Dieses schnelle Gedrehe gefällt der Framerate nicht. Na gut. Jetzt ist sie wieder schön konstant. Ist doch auch ein anspruchsvolles Spiel. Also laut einem Forum, wo ich mich wegen meinem Problem da informiert habe, basiert es auf der Physics Engine und ist damit relativ gut sogar. Wusste ich vorher nicht, habe mich auch nicht so groß informiert, wollte das ja mit euch zusammen blind antesten. Deswegen habe ich das Spiel gekauft und gleich aufgenommen. Im Nachhinein muss ich jetzt allerdings sagen, ein Let's Play würde ich dazu niemals machen. Sie haben dich eingekesselt, du musst die Kanalisation erreichen. Scheiße. Ich gehe jetzt mal oben lang. Weil ich das offensichtlich auch so scheiße. Hast du das Loch da hier sehen, du? Oh, jetzt. Ah. Scheiße, das war jetzt wahrscheinlich genau das Falsche, was ich hier gerade getan habe. Alter, Leute, ne? Der letzte Part von World Edge Test ist bald durch und ihr seht hier nur den Schund, wie sich Catchy dumm anstellt. Part 4 von 4. Vielleicht haben es einige gar nicht mitbekommen. Die letzte Runde Mirror's Edge vom Let's Test. Da habe ich euch eine Stunde von diesem Spiel gezeigt. Und dann ist auch Ende. Schade eigentlich, aber mal gucken. Es könnte sein, dass es irgendwann in ferner Zukunft hierzu mal ein Let's Test gibt. Ich weiß aber nicht wann und ob und überhaupt und wie und wo. Ihr werdet es alles sehen. Ich glaube nicht, dass ich da lang musste. Ich glaube, ich musste oben lang. Mami. Ja. So, fallen lassen. So, und nochmal das Ganze. Wo ist das Ding, an dem ich vorhin festgehalten habe? Na hopp. Ach Mensch, Olle, ey. Das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Dann brauchst du hier auch wieder nicht hier. Uah. Und da ist auch schon der Heli wieder. Ich überlege jetzt gerade, kann man das denn machen hier, ohne sich so anzustellen wie ich? Wenn man sich hier einfach seitlich fallen lässt. Da war doch eine Stange, wieso hat sie sich da nicht festgehalten? Ich werde echt nicht draus schlau. Da hätte sie sich super gut festhalten können, die Faye. Ja, halt dich. Wieso hält sie sich nicht fest? So, ist der Heli wieder, da ist er ja schon. Wunderbar. Sodala. Eine neue Stelle, an der Catchy hängt und auch keinen Lösungsweg ansatzweise findet. Genau, jetzt stehen wir schon mal hier. Und dann... Chironimo tot. Okay, Leute. Das sieht jetzt wohl nach einer der Stellen aus, wo das letzte Test dann langsam enden wird. Ja, und jetzt habe ich mich wieder nicht genug geschwungen. Ich kann, wenn ich hier hänge, auch nicht gescheit puppeln. Kann ich hier wieder Schwung holen? Ich versuche das jetzt einfach mal. Schwung, Schwung, Schwung. Na hopp, Faith. Mehr noch. Komm schon, Faith, noch ein bisschen. So, das dumpfe Gefühl, es tut sich da nicht allzu viel. Und mein dumpfes Gefühl war genau richtig. Gut, ich muss mich unten festhalten und dann sofort weiterschwingen. Und wieder verfehlt. Super, wunderbar, perfekt. Ich freue mich drauf. Es wird kein Let's Play geben. Tut mir leid, Leute, für alle, die sich's gewünscht haben. Aber vorläufig erstmal nicht. Da sind mir Projekte wichtiger, die ich auch etwas besser spielen kann als das hier. Wo muss ich mich denn eigentlich hinschwingen, wenn ich mal ganz doof fragen darf? Nur so aus Interesse. Ich sehe hier nämlich gar nichts. Dann mache ich das hier nämlich wieder so arbeitsmäßig und dann ist da gar nichts mit schwing dich doch drüber. Flatsch. Wow, das war gerade tief. Okay, Leute, es hat ja keinen Sinn mehr. Das müsst ihr euch jetzt auch nicht geben.
Let's Test Mirror's Edge war mehr ein großes Gefehle als ein Spiel. Ich habe euch das Spiel mal gezeigt, weil ihr dieses Blind mal Let's Playen wollen, tut's nicht. Außer ihr habt mehr Skill als ich, was wohl in diesem Fall keine allzu große Herausforderung sein dürfte. Wer es bis zum Ende geschafft hat, hier Mirror's Edge mit durchzuhalten und alles weitere, dem Gratulation, hätte ich mir wahrscheinlich selber nicht gegeben. Und dann, ja, bis zum nächsten Let's Play von mir ist ja noch Tomb Raider und Elite Force 2 am Laufen. Ich hoffe, damit habt ihr mehr Spaß. Und so die Projekte, die ich mir ausgesucht habe, da wird noch viel kommen. Und dann all die Leute, die sich jetzt Mirror's Edge als Let's Play gewünscht haben, es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Aber ihr habt es ja selbst gesehen, ich hab's nicht drauf, das Spiel. Ich werde es jetzt erstmal privat spielen. Versuchen, ob ich da irgendwie durchkomme. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dann werde ich vielleicht auch mal ein Let's Play dazu machen. Gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zugucken, mein erstes Let's Test ist damit auch vorbei, 4 Parts sind durch und damit adios und bis zum nächsten Mal, ciao!